Hallo Freunde, heute mal wieder richtig oldschool. Grünes Deckchen ist vorbereitet und ein schönes Billigmesser wurde eingekauft. Ich gebe zu, das Dingens, das habe ich schon seit, gefühlt einen Monat oder so oder länger. Liegt das bei mir oben im Schrank und ich habe es nicht gereviewt. Vielleicht kann da mal einer was dazu googeln. Ich habe es nicht getan. Germany GmbH, GWB, noch nie gehört, Leute. Ja. Und ein mickriges Täschchen ist auch mit dabei. Also wir schauen erstmal. Also anfassen tut es gut, muss ich mal ehrlich sagen. Naja, diese Taschen sind äußerst mindermäßig. Aber Leute, wenn man wie ich gefühlte 1000 Messer besitzt und die alle in einer riesengroßen Kiste vor sich hin rumschlumpeln, dann ist das mal ganz gut, wenn man die Messer darin verpackt. Und man kann ja auch ein hochwertigeres da packen. Aber für einen Gürtel ist doch nichts. Also. Nee, obwohl an der Arbeitshose, am Arbeitsgürtel kann man das vielleicht machen, aber mir kommt das immer nicht haltbar vor. Das ist so äußerst mäßiger Stoff, bloß so ein Gewebe hier. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer hält. Aber beim Anfassen, Plastik, würde ich mal so sagen, aber Innenleben ist aus Metall und unter der Plastikschale, das kann man schon mal erkennen. Und das ist ein unverriegeltes Messer, Leute. Das kannst du jederzeit mit dir mitführen. Das ist ja unverriegelt, damit, wenn man sich damit vorstellt, wie damit jemand einen abstechen möchte, das klappt ein, sobald man auf irgendeinen Widerstand trifft und dann ratzt du das Ding in die Hand rein. Also, Leute, das ist doch eine schöne Sache. Wir werden mal einen kleinen Schnitttest vollführen. Ich besorge mal was. So, ich habe mir was besorgt. Ein Stück Papier, ihr schimpft ja wahrscheinlich alle immer, aber inzwischen hat sich das Papier durchgesetzt als Testmittel. Oh je. Weil alle benutzen Papier, also kann man das ja schon als Standard annehmen. Also Leute, ich will mal eins sagen, das Ding ist wirklich stumpf. Obwohl in die Richtung geht's. Jetzt sagen wieder einige, oh ja, das ist die Richtung vom Papier, die Produktionsrichtung. Ja, ich will aber auch mal ein Stück Seil gegen die Produktionsrichtung schneiden. Ne? Also ich würde mal so sagen, das ist wirklich... Naja, oder wenn man den richtigen Schwung hat. Nee, aber man sieht ja auch an der Schnittkante vom Papier, das ist gerissen. Nee, das ist nichts. Also das muss nachbearbeitet werden. Auf vom Gewicht her, das ist gar nicht mal so schlecht, Leute. Das fässt sich gut an. Als kleines Taschenmesserchen, wenn man mal ein Stück Kabel abisolieren will, im Notfall als Elektriker. Und ist ein kleiner Handschmeichler, obwohl es Plastik ist. Aber wie gesagt, innen drinne sehe ich hier alles schön aus Metall. Die Backen sind bloß draufgesetzt. Standardschräubchen, die man mit einem kleinen Bit sogar nachziehen könnte. KWB, noch nie gehört. Germany GmbH, meine Fresse. Oh. Aber ich will mal so sagen, das ist gar nicht mal so. Mann, das passt in jede Hosentasche, das Ding. Und Inoxstahl ist es angeblich auch, also rostfrei. Kannst du eine Spülmaschine reinhauen. 75 mm. Ich glaube, wenn man das dabei hat, wird keine Ordnungsmacht dieser Welt irgendwas dagegen sagen. Das ist ein kleines Messerchen. Ich werde es nachschärfen. Mann, Leute. Für den Preis, ich weiß gar nicht mehr was. Das war hier beim Discounter wieder mal im Grabbelregal. Und als richtiger Kerl kann man daran nicht vorbeigehen. Ich gebe es zu. 8 Euro, 9 Euro, schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin wieder mal nicht vorbereitet. Ich weiß es nicht. Und gefällt mir. Warum nicht? Leute, wenn man das auf der Baustelle verliert oder jeder klaut, das ist nicht schlimm. Nur, maulen wir mal nicht auf hohem Niveau. Die armen Chinesen müssen auch sparen. Aber Leute, ich habe bei Amazon bestellt. 2 Messerbestellungen sind raus. Ich lasse mich mal richtig überraschen. Ich habe da richtig feine hochwertige Messerchens bestellt, also oberhalb 20 Euro. Hochwertig, was ist hochwertig? Einmal 26 Euro und einmal 35 oder 36 Euro. Das ist dann schon eher irgendwas, was man auch benutzen kann. Das eine kenne ich, das ist sehr stabil, dazu erzähle ich dann auch nochmal was. Und das andere lassen wir uns überraschen, angeblich mit Damastklinge. Das wird wie ein Rasiermesser schneiden. Obwohl... Wie gesagt, gönnt euch, Freunde. Mann, das ist ein Mitnahmeartikel. China überflutet damit die Welt, werden wahrscheinlich zu Millionen hergestellt. Aber ich weiß gar nicht, darf ein Chinese ein Messer besitzen? Ich habe keine Ahnung.
wie da bei denen das Messer recht ist, müsste man eigentlich mal googeln. Was darf denn der Chinese haben heutzutage? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur einen blauen Arbeitsanzug. Ja. Tschüss, Freunde. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bestellungen trudeln Donnerstag und Freitag hier ein. Was da so nervig piepst, ist die Spülmaschine. Ich habe pausiert für dieses schnelle Video. Endlich mal wieder grünes Deckchen und endlich mal wieder irgendwas mit Messer. Ja, das andere sind alles so Party-Videos, Leute. Aber guckt euch doch mal. Guckt euch doch mal an. Angebliche Qualität, Qualitätsvideos mit Messer, wo ja eigentlich unser Kanal drauf aufgebaut hat. Auf Messer und erlaubte Waffen, was man so Waffen nennen möchte in Deutschland, wo andere uns auslachen auf der Welt. Sag ich jetzt mal so ein bisschen ernsthaftere Videos, die dümpeln vor sich hin. Und dann lade ich einmal ein Video hoch mit dem örtlichen DJ, der ein bisschen an der uralten Anlage herumklimpert und innerhalb von einem Tag sind da 500 Aufrufe drauf. Leute, da stimmt doch irgendwas nicht. Naja, die Partyleidenschaft der Freundin wie in letzter Zeit, der Weltuntergang steht kurz da bevor, ihr wisst alle Bescheid. Das Leben ist kurz, besonders meins, deswegen wird jetzt gefeiert und sich was gegönnt. Tschüss, Freunde. Und schreibt mal was in die Kommentare und Leute, so ein kleines Care-Paket. Siehe dazu das Video, wo ich den Kühlschrank review, der ist leer. Ein bisschen was reinfüllen und es wird live ausgepackt und ihr werdet benannt und naja, ihr wisst Bescheid, Freunde. Tschüss, gönnt euch ein Messerchen, demnächst kommen wieder schönere und dann sehen wir uns wieder. Tschüss.